Ich hatte die Ehre, am 13.06.2023 im Berliner Experion am Launch-Event des neuen Gaming-Handhelds Asus ROG Ally teilnehmen zu dürfen und dieses sexy weiße Ding für mehrere Stunden in meinen Händen haltend auf meinen Knien spüren und die geballte Power der neuesten Technologie im Handtaschenformat erleben zu dürfen. Und genau davon möchte ich euch in einem kurzen Review berichten, denn es gibt einiges zu erzählen. Herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen. Ich bin Pixeldörte, klassische Let's Playerin und heiße euch herzlich willkommen in meinem Chaos und endlich mal zu einem geilen Technik-Review. Asus hat es getan und ihre neue Handheld-Konsole gelauncht. Doch ist das ROG Ally eine Konkurrenz zum Steam Deck, das seinerseits schon etwas über einem Jahr am Markt ist? Ich werde daher in diesem Video immer mal wieder einige Vergleiche zum Steam Deck vornehmen. Eins kann ich soweit vorneweg schon sagen, das ROG Ally ist eine wirklich geile Konsole, die sich nicht nur sexy anfühlt, weil sie einfach so verdammt gut in der Hand liegt, sondern einfach auch Spaß macht, weil man nicht nur mit ihr spielen, sondern vor allem an ihr herumspielen kann. Okay, das war jetzt fast ein bisschen zu doppeldeutig, oder? Aber ja, es gibt ein paar Abers, die mir in den Stunden, in denen ich mit der Konsole in der letzten Ecke des Showrooms intim zurückziehen konnte, aufgefallen sind. Hey, ich habe sogar vergessen, dass es Fingerfood gab, sorry. Und dass ich hätte auch eine Konsole gewinnen können? Ja, ich glaube, ich habe mich ein ganz klein bisschen in das Gerät verliebt. Doch fangen wir lieber einmal bei den technischen Details an, würde ich sagen. Das ROG Ally kommt mit einem der seit Februar 2023 auf dem Markt erhältlichen Zen 4 Prozessoren für Handheldgeräte daher, der mit seinen 8 Kernen und einer Taktfrequenz von 3,3 GHz bis maximal 5,1 GHz eine deutliche Steigerung zum Steam Deck darstellt. Das braucht das ROG Ally, aber auch das anders als das Steam Deck mit dem Windows 11 Betriebssystem daherkommt. Was das mit sich bringt, erzähle ich euch später noch. Immerhin zeigen sich so im Anwendungstest satte 85 Hintergrundprozesse, wenn keine einzige Anwendung aktiv lief und alle Spiele und Programme geschlossen waren. Darunter fielen zahlreiche Anwendungen auf Asus, Windows und aber auch die auf dem ROG Ally eigene, ziemlich breit gefächerte Software ROG Armory Crate SE zum Verwalten der Spielebibliothek, dem Command Center und den wirklich zahlreichen Personalisierungen für die detailverliebten Freaks unter uns für Anwendung Optik und diverse Liebhaberei. Entschuldigung. Zum Vergleich, auf meinem Windows-Schnittrechner laufen 90 Hintergrundprozesse, wenn ich gerade aktiv am Schneiden eines Videos bin, die Grafiksoftware geöffnet habe, ein YouTube-Video-Upload offen habe und Office-Anwendungen bediene wie Word und PowerPoint. Ja, Multitasking liegt mir zwar nicht ganz so, aber dafür mein PC. Auch in Sachen Grafikkarte wurde im Gegensatz zum Steam Deck noch ein paar Kerne draufgepackt und, was soll ich sagen, die Grafik aus dem AMD RDNA 3 mit 12 Kernen und maximalen 2,7 GHz sieht auf dem 7 Zoll 16:9 Screen des ROG Ally wirklich richtig gut aus. Und das Ganze in 1080p Full HD, seinem sRGB 100% Farbraum mit 7 Millisekunden Reaktionszeit und maximal 120 Hertz Bildrate. Natürlich war die Zeit viel zu kurz, um dies im Detail wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Asus, ihr kennt meine Adresse, falls ihr zufälligerweise noch ein Gerät übrig haben solltet. Gerne hole ich das dann für euch nach. Denn das 7 Zoll Gorilla Glass Display im 16:9 Format hat wirklich eine gestochen scharfe Auflösung geliefert, die man mit wirklich so unfassbar vielen Anwendungen optimieren kann. Was zum? Es gibt sogar eine angefertigte Modi für Shooter und dunkle Games irgendwo in den vielen Modis? Okay. Sagte ich schon, dass das ROG Ally einfach eine Konsole für detailverliebte und wahrhaftige Spieler ist? Nein. Ja, das Ally ist meiner Meinung nach eher weniger für klassische Couch-Gamer geeignet, der nur mal eben nach der Arbeit 30 Minuten zocken will. Denn so schön wie es daherkommt, kann man auch so einiges kaputt machen. Dass selbst technikaffine Menschen schaffen es, ganze Games irgendwie
in der Matrix der Konsole verschwinden zu lassen, wie ein Typ neben mir auf dem Lounge-Event. Tja, und auch ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe keine Ahnung wie. Es am Ende dahin zu bringen, gar keinen Controller mehr aktiviert zu haben und auch in keinster Weise mehr aktiviert zu bekommen. Doch kommen wir zurück zum Display. Nach knappen 2 Stunden ekstatischer Behandlung unter meinen freudig erregten Fingern und vielen zärtlichen Streicheleinheiten habe ich mich regelrecht geschämt, das Testgerät wieder abzugeben, da ich so viel Fett auf dem Display zurückgelassen hatte, dass ich dachte, ich hätte ein ganzes Kilogramm reines Fett abgenommen. Ob es hier perspektive Schutzfolien oder ölabweisende Beschichtung gibt, wäre daher durchaus wünschenswert. Denn die auf dem Glas aufgebrachte Corning DXC-Beschichtung scheint nur die spiegelbildliche Reflexion auf beinahe ein Minimum zu reduzieren, was natürlich auch nicht zu verachten ist, wenn es um Autoanwendung geht. Eine große Frage, die sich mir nämlich immer noch unbeantwortet ist, ist, wie verhält sich die Sicht in absolutem Sonnenlicht? Zwar rannte ich unter ängstlicher Begleitung eines Asus-Mitarbeiters, der dachte, ich will die wirklich heiße Ware irgendwohin entführen, nach draußen in den Saturn-Gaming-Bereich an die möglichst hellste Lampe, aber Kunstlicht ist nun mal tatsächlich einfach kein Vergleich zu echtem Sonnenlicht. Wenn wir hier über Handheld sprechen, denke ich nicht nur über die Anwendung auf Klo, der Couch oder den Keller, sondern auch an Balkone oder Gärten. Ja, korrekt. Die dem Gamer eher weniger bekannte Natur, Realität, Sonne. Denn mit nur 500 Nits, fürchte ich, wird das Spielerlebnis in der Sonne eher mau ausfallen. Zumal sich die Displayhelligkeit dann auch auf die Akkukapazität auswirkt. Zum Vergleich, das iPhone 7 hat eine Helligkeit von 625 Nits. Das iPhone 11 hat eine Helligkeit von 1200 Nits. Und mein altes Huawei P30 Pro hat in Spitze angeblich 1000 Nits. Und was soll ich sagen, wie oft stand ich in irgendwelchen Open-Air-Veranstaltungen mitten in der Menge und habe einfach überhaupt nichts auf meinem Display gesehen. Tja, und wo wir immer noch beim Display sind, komme ich zu einem der größten und fragwürdigsten Dinge des ROG Ally. Beworben als Rechner anstatt Konsole, kommt das Handheld mit einem Windows-Betriebssystem daher, auf dem man ganz entspannt auf dem Klo der Uni oder wo man gerade auch lustig ist, seine PowerPoint-Präsentation für den Chef oder den Professor bearbeiten können soll. Tja, nun habe ich auch das getestet und muss sagen, auch wenn das Ally über die Möglichkeit besitzt, zwischen einer Gaming-Control-Bedienung und einer Windows-Control-Bedienung wechseln zu können, hat das mit den Windows-Anwendungen leider so überhaupt gar nicht funktioniert. Die Joy-Cons fungierten weder als Maus und man musste mehr mit dem Touch-Display agieren, das leider auch nicht immer sofort reagiert hat. Ich habe es gerade mal geschafft, ein paar Zeilen in einem Word-File zu hinterlassen. By the way, ich habe auf einem der Testgeräte eine geheime Nachricht hinterlassen. Welcher eurer Asus-Mitarbeiter findet es? Das Tippen erfolgte über eine Touch-Tastatur am unteren Displayende, die leider mehr an eine schnöde Mobile-Tastatur erinnerte. Ja, und mit Mobile Gaming hat dieser Kanal auch begonnen, kenne ich mich daher ein bisschen aus. Es fehlten zum Beispiel Tasten wie Alt, Steuerung oder Entfernen und die Tastatur reichte dazu auch noch über die Hälfte des Displays, sodass man keinen wirklichen Platz mehr von einem Word-Dokument sichtbar hat. Da sind wir leider auch schon beim nächsten Punkt, denn auch wenn man die Betriebsschriftgröße vergrößert, waren die Schriften in den Office-Anwendungen wirklich eine echte Herausforderung, trotz des wirklich gut aufgelösten Displays. Ich denke zum Beispiel für Menschen mit Beginn der Alterssichtigkeit gibt es hier deutliche Probleme. Im Allgemeinen sind die Office-Anwendungen bei mir daher leider durchgefallen und ein wenig unsexy für diese sonst so geile Konsole. Wenngleich Windows für die ROG Ally natürlich auch sämtliche Sicherheitsmerkmale wie die Elternkontrolle, den Windows Defender und Co. bietet und sich darüber hinaus mit der Touch-Display auch über einem Fingersensor entsperren lässt. Aber gut, alles hat natürlich mehrere Seiten. Apropos Seite. Die Blickwinkel zeigten sich aus verschiedenen Seiten ziemlich gut und gestochen scharf und ließen zumindest im gut beleuchteten Raum nicht zu beanstanden. Was die letztendliche Performance betrifft, ist es natürlich schwer, nach wenigen Stunden eine genauere Aussage zu treffen, da die tatsächlich erreichten FPS zwischen den Games stark variieren, wie auch der Hersteller schon auf seiner Website verlauten lässt. Leider fehlt auch der Vergleich verschiedener Spiele.
Ich habe Redfall und das eher weniger anspruchsvolle Hollow Knights ausprobiert, wohingegen andere FIFA und auch Elden Ring antesten durften. Was ich dabei gesehen habe, sah doch ziemlich gut aus. Mit der ROG Armory Crate SE lassen sich hier auch verschiedene Performance-Profile direkt auslesen. Aber auch für solche Vergleiche fehlte hier leider die Zeit. Na, seid ihr jetzt auch schon heiß gelaufen? Oh Gott, ist das ein schlechter Übergang. Das Ally verfügt über ein sehr, sehr spannendes Kühlungssystem. By the way, soll das auch die Wahl zur weißen Farbe der Konsole gewesen sein? Schutz vor Überhitzung. Eingebaut sind Antigravitations-Heatpipes, Staubfilter, Kühlrippen und zwei Lüfter, die angeblich in einem Silent-Modus laufen sollen. Auch hier würde ich gern die Hitzeentwicklung an einem warmen Tag irgendwo an einem ruhigen Ort austesten wollen, anstatt eines klimatisierten Showrooms, denn unter der Haube wurde es selbst bei Hollow Knights ganz schön spürbar wärmer, insbesondere während Ladezeiten, die ebenfalls ziemlich schnell waren, oder eben auch Game-Sequenzen. Auch bleibt die Frage offen, wie der Stereo-Sound klingt und ob die Lüfter zu laut werden könnten oder ob man auf ein Headset über den 3,5 mm Klickanschluss ausweichen muss. Ebenfalls wie auch schon beim Steam Deck für mich persönlich für Outdoor-Verwendung negativ aufgefallen sind die vielen offenen Ports. Damit würde ich das übrigens 800 Euro teure Gerät definitiv nicht mit an den Strand nehmen. Wobei man vermutlich bei dem Licht auch eher weniger sehen würde. Das ROG Ally verfügt über einen internen 512 GB SSD-Speicher, wie es auch bei der größten Version des Steam Decks der Fall ist, der sich aber über einen UAS 2 MicroSD-Kartensteckplatz erweitern lässt. Tja, weiter finden wir übrigens noch ein ROG XG Mobile und eine USB-C-Schnittstelle, ein Gyroskop, AI Noise Cancelling, ein Built-in-Array-Mikrofon, Wi-Fi 6E und Bluetooth. Betrieben wird die Asus ROG Ally von einem 4-Zell Lithium-Ionen-Akku, dessen Leistung auch hier im Showroom nur spärlich getestet werden konnte. Nach ungefähr einer knappen Stunde Hollow Knights auf nicht den maximalsten Einstellungen waren ungefähr knapp 40% des Akkus verbraucht, sodass ich jetzt formal mit einer Spielzeit von 1-2 Stunden je nach Game und nach Game-Einstellungen natürlich rechnen würde. Ebenfalls spannend zu erfahren wäre es natürlich an dieser Stelle jetzt auch, wie hier die Ladezeiten sind als Zeit, die man sehnsüchtig neben seiner Ally hockt und wartet, bis die gute wieder einsatzbereit zum Spaß ist. Beworben wird die ROG Ally-Konsole als Konsole, die mit dem Microsoft Game Pass läuft. Auf der Konsole gefunden habe ich aber auch weitere Stores wie Steam, GOG und Epic Games. Ich vermute, dass sich die Anwendbarkeit der Games hier eher hauptsächlich darauf beruht, wie die Controller-Umsetzung gegeben ist. Denn auf der Konsole war die Demo des Indie-Games Move Out installiert, dessen PC-Tastatur hier nicht von der ROG Ally in Konsolentasten übersetzt werden konnte, so dass das Game leider nicht spielbar war. Doch allgemein fühlte sich die Haptik der Tasten wirklich extrem gut an. Die Sticks zeigten sich sehr weich und beweglich. Die mit 608 Gramm leichte Konsole lag wirklich ergonomisch und angenehm in der Hand. Ob es zum Haken der Tasten kommt, müsste letztendlich ein Langzeittest belegen. Dem von einigen Herstellern bekannten Driftproblem von Sticks versucht Asus mit Hall-Effektsensoren entgegenzuwirken. Doch ein wirkliches Highlight stellen die LED-Umrahmungen der Sticks da. Für die interne Steuerung vom Stroboskop über den Regenbogenfarbverlauf einfach keine Vorstellung und Wünsche und Ideen mehr offen lassen, wenngleich auch hier die Bedienung irgendwie nicht ganz plausibel ist, denn mal ging die Beleuchtung an, dann war sie wieder aus und ich habe sie nicht mehr anbekommen. Ja, es ist etwas für sehr experimentierfreudige Menschen, glaube ich. Alles in allem ist die Asus ROG Ally damit eine verdammt geile Konsole, die man wirklich gerne auf seiner Couch haben will. Doch sie hat noch so kleine Kinderkrankheiten, die ausgemerzt werden müssen. Das Menü wirkt teilweise etwas komplex und verwirrend, weil man nicht genau weiß, wo drücke ich jetzt hin, wie aktiviere ich was, eben weil es eine Mischung aus Konsole, aber auch Windows-PC ist. Und man braucht wirklich einiges an Zeit, um sämtliche Dinge herauszufinden und entdecken. Tja, wie gesagt, ich habe viele, viele offene Fragen zu diesem Gerät, wie zum Beispiel auch die Übertragungslatenz an einem Monitor angeschlossen in der Realität aussieht, ob sich damit Let's Plays aufnehmen lassen würden und noch viel mehr. Doch für eine erste Liebe hat dieser erste Eindruck tatsächlich gereicht und Asus
gerne mehr. In diesem Sinne, Ladies und Gentlemen, hoffe ich, hattet auch ihr einen kleinen sexy Eindruck von dieser, schau mal, was war das denn, Buch? Ich habe keine Ahnung, von dieser sehr charmanten Konsole mit der sehr verstörenden Lady namens Pixel Dirty und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal wieder vorbeikommt und guckt, ob ich diese Konsole besitze inzwischen oder ob ich euch irgendetwas anderes Tolles erzählen kann. Bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.